So, nach dieser tollen Reise und dem vielen Geld, was wir gleich am Anfang hier mal verdient haben, schauen wir uns doch nun mal die Werft von Jameson Memorial an. Und zwar direkt hier aus dem Schiff heraus, denn falls wir ein Schiff kaufen wollten, dann können wir das auch direkt hier gleich ausstatten. Aber zunächst mal in die Werft. So, das Menü, was wir dann bekommen, sieht genauso aus wie auf der Station auch. Einmal die verwalteten Schiffe, das schauen wir uns vielleicht nochmal an eventuell, das können wir nochmal gucken, wenn wir die aufrufen. Moment. Was bekämen wir denn eigentlich für unsere Sidewinder? Das jeweilige Schiff anwählen, es muss also direkt angeklickt werden. Und dann können wir hier auf gelagertes Schiff verkaufen, hovern, hatte ich ja schon mal gezeigt. Und dann sehen wir den aktuellen Wert, den wir für den Verkauf unseres Schiffes bekämen. So mal ganz grob gerechnet, ich glaube es waren vorhin so, naja, irgendwo eine knappe Mio und dann nochmal die 300.000 dazu. Das heißt, wir hätten also etwa 1,3 Millionen zur Verfügung, den wir uns für den Kauf eines neuen Schiffes eventuell leisten können. Gucken wir mal, was wir so im Angebot haben. Da müssen wir natürlich in den anderen Reiter gehen hier und zwar Schiffe kaufen. Jo. Was kosten wir denn so? Die Eagle wäre eine Variante, die man sich mal überlegen könnte. Aber die sieht zwar richtig toll aus. Ich finde sie auch ganz manierlich. Können wir uns auch nochmal die Daten angucken. Die hüpft immerhin 8,62, 9,15 und ist auch von der Manövrierfähigkeit nicht schlecht. Man kann das ja mal vergleichen. Ist also etwa vergleichbar mit unserer Sidewinder. Hüpft ein bisschen weiter in der Standardeinstellung. Aufhängungen hat sie einen mehr. Bei unserer Sidewinder haben wir nur 2 Aufhängungen. Die interne Basis ist mit 2 E-Modulen als höchstes ausgestattet. Werkzeuge haben wir 2 Steckplätze, die sind sowieso leer. Und hier haben wir entsprechende Ausstattungen im Standard mit drin. Ja, gucken wir mal. Die wäre etwas besser ausgestattet hier. Haben wir immerhin schon ein 3er-Modul drin. Intern Basis ist auch etwas besser. Ne? Hat man immerhin schon 3er Schubdüsen. Und hier oben haben wir noch eine Aufhängung mehr. Dafür nur einen Werkzeugsteckplatz. Aber kostet im Grunde genommen auch nur einen Klacks. Ja, die Hauler, ja, weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich, ist mir während des Spiels nie so richtig ans Herz gewachsen. Warum, weiß ich nicht. Bin mir nicht mal sicher, ob ich die überhaupt jemals besessen habe. Was eine gute Maschine wäre, ist die Adder. Kennt ihr ja inzwischen schon. Die wird von dem hiesigen Apex Shuttle Dienst ja auch eingesetzt. Hat eine ganz ordentliche Sprungweite. Manövrierfähigkeit ist, naja, geht so. Ist ähnlich wie bei der Hauler. Ist ein bisschen besser von der Ausstattung her. Kann weiter springen. Man kann sie ein bisschen besser ausstatten. Ich persönlich würde mir gerne mal die Imperial Eagle kaufen. Das fände ich irgendwie ein Schiff, was ich gut finde. Das ist sozusagen das kleinste Schiff aus der Schmiede von Gutamaya, da wo die anderen tollen Schiffe auch herkommen. Ich finde es vom Design her einfach irgendwie toll. Gefällt mir persönlich sehr gut. Nun kennt ihr ja, können wir ja hier ein bisschen... Durch Druck auf der rechten Maus, auf der mittleren Maustaste kann man sich das Schiff auch von allen Seiten angucken. Finde ich schon toll. Ist auch ein kleiner Landeplatz nur. Kostet nicht die Welt. Und wenn man sich die Daten mal so anguckt, steht ja hier auch, die basiert auf der Eagle, also auf dieser Maschine. Gut, die sieht auch gut aus, ist natürlich noch eine ganze Ecke billiger, aber ich persönlich bevorzuge natürlich mal etwas Nettes, Designtechnisches. Und die Ausstattung, bis auf Kleinigkeiten, ist auch in Ordnung. Kann man also durchaus als Anfangsschiff nehmen. Was ich persönlich ganz besonders gut finde an diesem Schiff, ist die Manövrierfähigkeit. Die ist, glaube ich, einzigartig in der Größenordnung. Die übertrifft also selbst die Eagle im Original. Und deswegen, warum sollte man sich diese Maschine zulegen, wenn man die auch bekommen kann? Ja, und apropos, wenn man hier mal die ganze Liste durchscannt, einfach mal das Mausrädchen drehen, anders geht's scheinbar nicht. Dann seht ihr, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Hier an dieser Station, bei Jamesons Memorial, bekommt ihr alles, was das Herz begehrt. Und das zu einem Preis, der ist der Wahnsinn. Also hier kann man richtig Geld sparen, denn hier bekommt ihr sogar noch nicht nur alle Schiffe angeboten, die das Herz begehrt, sondern im Großen und Ganzen das Ganze auch noch mit entsprechenden Details. Ihr könnt euch ja mal angucken, was hier so richtig gute fette Brummer kosten. So eine Python zum Beispiel, mal eben schlappe 51 Millionen. Der große dicke Frachter, den persönlich ich euch empfehlen würde, wenn ihr mit Ware handeln wollt, dann könnt ihr nie genug Frachtraum haben, denn dann macht es Sinn, mit ein paar wenigen Flügen richtig viel Geld zu verdienen. Allerdings muss man da gut fliegen können, denn diese Kisten sind relativ träge. Ein Wunsch vieler Spieler ist natürlich die Anaconda, aber oh ja, die schlägt gut zu Buche. Mein persönlicher Favorit ist die Corvette, die liebe ich über alles. Das ist das beste Schlachtschiff, was ich mir vorstellen kann. Naja, und das hier ist der größte Kasten, auch wieder aus der Gutamaya-Werft. Sozusagen das größte Schiff, was ihr überhaupt im Moment jedenfalls erwerben könnt. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück und rufe das wieder auf, damit ich dann doch am Ende wieder alles zurückscrollen kann. Ah, das ist ein bisschen unglücklich gelöst, finde ich hier, dass man hier nicht irgendwie so einen Balken hat. Doch, da ist ja einer, man muss halt nur richtig hingucken. Aber ich sagte es ja euch bereits, nicht? Also manchmal ist das eben etwas verzwickt und man muss auch blind sein, aber ich würde mal sagen, gar keine Frage, ne? Den imperialen Eagle für schlappe 99.000 Credits, den sollte man direkt mal hier erwerben. Das machen wir doch mal. Bestätigen und schon ist er unser. Und weil der ja nur so billig war und nur 99.000 Credits gekostet hat, und wir ja mal gute schlappe 1,3 Millionen zur Verfügung haben, können wir den auch gleich ein bisschen anders ausstatten. Das wäre mein Wunsch, den ein bisschen zu konfigurieren. Ja, nach dem Kauf ist das so, in der Werft, in dem Schiff, dann werdet ihr nach dem Kauf wieder direkt ins Schiff hineingesetzt. Ja, das ist sozusagen das Cockpit. Finde ich doch schon mal wow, ne? Man hat hier mal richtig einen Blick, man kann da mal richtig rausgucken. Das ist doch mal ein Schiff, das hat doch mal richtig klasse, sieht richtig super aus. Und mit den entsprechenden freien Kameraperspektiven, die ich jetzt gleich mal ausprobieren werde, kann man sich natürlich auch das Schiff gleich in allen anderen Varianten angucken. Von oben, von unten, von hinten. Man kann sich hineinsetzen und reingucken. Also echt was für Ästheten. Ich persönlich mag ja solche designten Schiffe.